Erfolg. Erfolg ist das zentrale Thema in unserer Gesellschaft und auch eine unserer größten Herausforderungen. Aber vielleicht kann es auch ganz einfach sein. Freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit 4 hochkarätigen, interessanten Gästen. Heike Neumann ist Heilbewusstseinscoach. Viele Frauen haben ihr ganzes Leben immer gut funktioniert und sich um alles um sie herum gekümmert. Aber irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, an dem die Seele ihren Weg findet und sie förmlich schreit: Wo bin ich? Wo ist mein Leben? Und was möchte ich für mich in dieser schönen Welt leben? Heike Neumann ist Heilbewusstseinscoach und sagt: Die Erkenntnis, den eigenen Weg zu gehen, ist ganz einfach. Die Herausforderung ist der erste Schritt. Caroli Remlinger ist Transformations- und Erfolgscoach. Oft arbeiten selbstständige Frauen zu viel und zu hart, um sich außergewöhnliche Träume zu erfüllen und im Luxus leben zu können. Sie sind häufig müde und abgespannt und merken, dass sie so nicht weitermachen wollen. Die Lösung ist oft ganz einfach: weniger arbeiten und mehr verdienen. Doch wo beginnen? Caroli Remlinger ist Transformations- und Erfolgscoach und sagt: Alles beginnt beim Mindset. Sein Programm ist der Ausgangspunkt für jeden späteren Erfolg. Heike Dubslav ist Pionierin für entwaffnende Ehrlichkeit. Oft erleben Unternehmer und Führungskräfte, dass mit der Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen, sie diese nicht mehr erreichen. Oft passiert dies unbewusst. Doch irgendwann bemerken sie, Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr. Teams sind nicht mehr erfolgreich. Sie haben ihre Mitarbeiter verloren. Heike Dubslav ist Pionierin für entwaffnende Ehrlichkeit und sagt: Der erste Schritt ist, sich selbst anzusehen, wertzuschätzen und sich selbst wiederzufinden. Sigrid Steffes ist die Knotenlöserin. Viele Menschen werden in ihrem Leben immer wieder damit konfrontiert, dass sie Dinge tun, welche sie im Grunde ihres Herzens so gar nicht tun wollen. Dass sie handeln, wie sie nicht handeln wollen. Sie wissen darum, kennen jedoch nicht die tiefer liegenden verborgenen Ursachen. Sigrid Steffes sagt, es müssen Knoten gelöst werden und macht hierfür das Unsichtbare für jeden Menschen sichtbar. Das Unfassbare fassbar und Nicht-Gefühlte spürbar. Herzlich willkommen zu Ihrer Talkshow Wege zum Erfolg. Wir haben heute hier wieder 4 hochkarätige Expertinnen eingeladen. Seien Sie gespannt, mit was wir Sie heute inspirieren werden. Und wir spannen Sie nicht auf die Folter, wir legen auch schon direkt los. Vielen Frauen geht es ja so, dass sie mit der Zeit das Gefühl haben, dass sie einfach nur noch funktionieren müssen. Dass sie mit ihren Kindern, mit dem Haushalt, mit dem Job, mit allem, was sie so um die Ohren haben, viel zu viel Belastung haben und an so einen Punkt kommen, wo so die Seele schreit: Wo bin ich denn? Was möchte ich denn überhaupt vom Leben erleben? Was sind meine Wünsche und Träume? Und da kommst du ins Spiel als Heilbewusstseinscoach. Aber erstmal habe ich die Frage an dich: Was ist denn für dich Erfolg? Ich möchte an einem Beispiel benennen, wenn eine Frau, die immer für ihre Kinder da war, für ihren Mann den Rücken freigehalten hat, dass er seine Karriere machen kann und im Haushalt alles gemacht hat, und dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so eine Leere spürt, so was bin ich, was ist denn mein Leben? Ich habe immer funktioniert. Und wenn so eine Frau dann sich an einen Heilbewusstseinscoach wendet und mit ihm dann die ersten Schritte geht, wieder sich zu spüren und die Leidenschaft zu entdecken, was denn noch in ihr steckt. Und nach so einer Session dann rausgeht und so dieses sich frei fühlt und wieder so einen Sinn im Leben sieht. Und dann dieses Strahlen, das ist für mich Erfolg, dieses Strahlen zu erleben von so jemandem. Wow, danke schön, Heike. Und bei Strahlen erleben kommen wir zu dir, Caroli. Du unterstützt ja Frauen dabei, ein erfolgreicheres Leben zu führen, ein erfolgreicheres Business aufzubauen. Und viele selbstständige Frauen kennen das ja, dass sie einfach viel zu viel und viel zu hart arbeiten und irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie feststellen: Oh, so kann es nicht weitergehen. Ich muss weniger machen, mir geht es nicht gut, ich bin müde, abgespannt.
Und ja, dann treffen sie die Wahl, sie wollen gern weniger arbeiten, aber möchten trotzdem gern mehr verdienen. Und da kommst du als Transformations- und Erfolgscoach ins Spiel. Und mich würde von dir interessieren, Caroli, was ist denn für dich als Erfolgscoach Erfolg? Für mich der Erfolg ist, wenn die Menschen so leben, wie sie möchten. Das ist pure Freiheit, sich so leben zu gestalten, wie man will, außer jeglichen Mustern. Und das ist jetzt egal, ob jemand eine kleine Wohnung haben möchte und ganzes Jahr lang möchte einfach auf einer Reise sein, oder ob man lieber 15 Zimmer Villa hat mit riesigem Pool und dann von zu Hause arbeiten. Das ist jetzt egal, ob eine Person Familie gründen möchte mit vielen Kindern und dann Business dieser Familie anpasst, oder ob man lieber wie eine Katze einfach solo unterwegs sein möchte. Und das ist auch schlussendlich egal, ob man 10.000 oder 100.000 Euro monatlich verdienen möchte. Unseres Leben sollte wie ein Riesenkatalog sein, wo man sich das auswählt, was jemandem passt, was jemandem gut tut. Und wenn man sich das Leben so gestaltet, das ist für mich Erfolg. Wow, sehr schön. Dankeschön. Und passend der Katalog zum Auswählen, passt auch zu dir, Heike. Viele Unternehmer und Führungskräfte würden sich ja bestimmt so einen Katalog wünschen, wo sie mal durchblättern und sich die Mitarbeiter aussuchen. Weil ja, viele auch an den Punkt kommen, wo sie mit der Art und Weise, wie sie mit dem Team, mit den Mitarbeitern kommunizieren, irgendwie nicht weiterkommen. Wo sie das Gefühl haben, Mensch, wir könnten viel bessere Erfolge haben, irgendwie hängt es hier fest. Und da kommst du ins Spiel. Du bist ja die Pionierin, die Expertin für entwaffnende Ehrlichkeit. Das klingt schon so interessant. Ich bin schon ganz gespannt, was du da genau machst. Und ja, was ist für dich denn Erfolg? Ja, Erfolg ist für mich, wenn Menschen bei sich selbst ankommen. Wenn sie sich selbst entdeckt haben und vor allen Dingen diesen Mut aufbringen, auch genau hinzuschauen. Wer bin ich eigentlich? Also unser Leben führt ja auch nicht immer so den geraden Weg. Also wir sind im Leben, da kommen Herausforderungen auf uns zu. Und manchmal machen Menschen da so Zugeständnisse und sagen, ich passe mich mal an oder ich gehe diesen oder jenen Weg. Und das ist oft nicht ehrlich. Für mich ist Erfolg, wenn Menschen wirklich ehrlich zu sich selbst sind, ehrlich hinschauen und sich selbst stellen und dann auch Beziehungen gestalten, die wirklich auf Augenhöhe sind. Sehr schön, danke schön. Sigrid, du bist ja die Expertin für Handlungsklarheit. Ich bin auch schon ganz gespannt, was du da genau machst, weil vielen Menschen geht es ja eben so, dass sie immer wieder die gleichen Handlungen in ihrem Leben machen, dass sie immer wieder das Gleiche tun, so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, kennen wir alle. Und um andere Ergebnisse zu bekommen, um Wünsche und Träume und Ziele zu erreichen, dürfen wir natürlich ja auch andere Handlungen ausführen. Und da bist du die Expertin, die Menschen hilft, einfach ja, klare Handlungen zu machen, neue Entscheidungen zu treffen, auch Menschen zu sich selbst zu finden. Und da hätte ich auch die Frage an dich, was ist denn für dich Erfolg? Menschen kommen sehr oft, symbolisch gesprochen, mit einem Rucksack voller Steine, der viel zu schwer ist und der sie bald zusammenbrechen lässt. Sie haben die Freude verloren. Und dadurch bekommen sie sich selbst und auch andere nicht mehr motiviert. Und Erfolg ist für mich, wenn sie nach nur einer Sitzung sagen, jetzt weiß ich endlich, warum ich handelte, wie ich handelte, obwohl ich so nicht handeln wollte. Sie schöpfen neuen Mut, neue Zuversicht, weil das Unfassbare für sie fassbar wurde und das Unsichtbare sichtbar. Und damit holen sie sich ihre Schaffenskraft zurück, ihre Motivation, ihren Antrieb. Dankeschön, Sigrid. Gerne. Heike, beim Thema Auflösen komme ich wieder zu dir. Ja. Du löst ja auch viel auf als Heilbewusstseinscoach bei den Frauen, die einfach glücklicher, erfolgreicher, gesünder werden möchten. Und mich würde einfach mal interessieren, was macht ein Heilbewusstseinscoach genau? Ich möchte es an zwei Beispielen erklären, was ein Heilbewusstseinscoach genau macht. Ich hatte ja vorhin schon das Beispiel mit der Frau, die sich um die Karriere von dem Mann kümmert, um den Haushalt und schaut, dass es den Kindern gut geht und sich selber eben vergisst. Sie funktioniert nur, sie lebt sich
einfach nicht mehr. Und wenn dann vielleicht die Kinder aus dem Haus gehen, dann stellt sie fest, kann das denn alles gewesen sein? Wo bin denn ich geblieben in dem Ganzen? Und was ist eigentlich der Sinn, warum ich da bin? Sie sucht vielleicht dann nach einer Alternative, um das wieder rauszufinden und wendet sich an einen Heilbewusstseinscoach, um vielleicht zu entdecken, dass sie vielleicht ein ganz kreativer Mensch ist und das verschütt gegangen ist. Und so jemanden dann zu begleiten, diese ersten Schritte wieder in ihr neues Leben, in ihr sich fühlen zu gehen, ja, das ist so die Begleitung eines Heilbewusstseinscoach. Und das zweite Beispiel ist, dass viele Menschen eben in diesem Funktionieren leben und dann zeigen sich vielleicht gesundheitliche Symptome wie Rückenschmerzen oder ständig Kopfweh oder Erschöpfung und sie drücken das immer weg, weil sie weiter funktionieren möchten und merken dann aber irgendwann ist der Punkt, wo sie dann vielleicht häufiger beim Arzt sitzen oder gar nicht mehr arbeiten können und die Schulmedizin so ein bisschen ratlos ist, wie es jetzt noch weitergehen kann, vielleicht schon angeraten wird, den Job zu wechseln und dann, wenn Sie sich dann an jemanden wenden, der Ihnen da raushilft, der Ihnen die Hand gibt und sagt, hey, hör doch mal auf deinen Körper, schau doch mal, was er dir für Signale geben möchte, können wir da ja einfach mal schauen, was steckt denn dahinter überhaupt, hinter diesen Rückenschmerzen, der Erschöpfung und dem Kopfweh. Das ist so das Herausfinden, was die Ursache ist hinter dem Ganzen, das ist so die Aufgabe von einem Heilbewusstseinscoach. Irgendwie denke ich gerade, es ist doch eigentlich echt schade, dass so viele Menschen so lange warten, bis sie halt schon echt an einem Punkt kommen, wo es ihnen so schlecht geht, dass sie ja nicht mehr weiter wissen. Ja. Und Caroli, ja, du unterstützt ja Frauen dabei, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. Das auch, ja. Was genau machst du als Transformations- und Erfolgscoach? Liebe Simone, lass mir das auf zwei verschiedenen Beispielen aufzeigen. Erstes Beispiel, das sind natürlich Frauen, die tun alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche, arbeiten sehr viel und die außergewöhnlichen Erfolge, die sind einfach nicht da. Die arbeiten lange Stunden, die haben keine Zeit für privates Leben und trotzdem die Träume, die wissen nicht, wie sie die Träume verwirklichen können. Die fangen an, im Stress zu leben, die sind genervt, die sind gereizt. Was passiert natürlich? Die haben gesundheitliche Probleme, es gibt Anspannungen in der Familie und Kreativität und Produktivität in der Arbeit, das verschwindet einfach. Und dann merken sie irgendwann, nein, das kann nicht so weitergehen. Ich muss jetzt etwas ändern. Und dann schauen Sie, warum können Sie diese Erfolge nicht erzielen? Wo hängt das? Ist das Unwissen? Sind das irgendwelche innere Blockaden, das man auch Glaubenssätze nennt? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das angeht. Es gibt verschiedene Tools, und das ist schlussendlich nicht wichtig, was man hier benutzt, um diese Blockaden aufzulösen. Es geht immer um eine Sache, Denkweise und Lebenseinstellung zu verändern. Und dann werden Sie üben, auf diese neue Art und Weise zu denken, zu fühlen und dann schlussendlich neu zu agieren. Das nenne ich Transformationsprozess. Das hat genau die vier Schritte. Gedanken, Gefühle, das Glaube, das, was Sie tun und dann schlussendlich Resultate. Und jetzt, wenn diese ersten drei Schritte im Einklang sind, dann kann es nicht anders passieren, als genau die Resultate, die Erfolge zu erzielen, was man möchte. Und in meinem zweiten Beispiel, es geht um Rennfahrer. Prozess ist genau das Gleiche. Obwohl Bereich Sport natürlich völlig außergewöhnlich ist, weil da gibt es nur einen Platz, eins. Trotzdem, dieser Transformationsprozess funktioniert gleich. Man schaut, was liegt zwischen dem Fahrer und seinem Erfolg,
wo gibt es in diesem Transformationsprozess Unstimmigkeiten? Weil die Athleten, die wissen, die sind hochtalentiert. Die haben diesen Potenzial, ganz oben zu sein. Und doch, wie verhext, die machen immer gleiche Fehler. Die oszillieren immer in gleichen Punktenbereich. Egal, ob das jetzt Mittelfeld ist oder irgendwo am Ende der Klassifizierung oder mein persönlicher Liebling, immer am Podium vorbei. Und dann schaut man, wo hängt das? Wo gibt es Unstimmigkeiten in diesem Transformationsprozess? Und das behandelt man. Und dann natürlich muss man das jeden Tag üben, dass diese Veränderungen in unser inneres System ankommen. Dankeschön, Caroli. Gerne. Wo es um den ersten Platz geht, kann ich mir vorstellen, Heike, dass auch viele Unternehmer sich ja wünschen würden, mit ihrem Unternehmen auf nach vorne Platz 1 zu schießen. Viele hindert aber daran, dass sie nicht die Teams haben oder nicht die Art und Weise mit ihrem Team umgehen, nicht wertschätzend, wie du vorher gesagt hast, oder eben nicht auf Augenhöhe, um diese genialen Ziele zu erreichen. Und da frage ich mich, was genau macht eine Pionierin für entwaffnende Ehrlichkeit? Also da kann ich auch zwei Szenarien vorbringen. Die Unternehmen stehen zurzeit vor Herausforderungen. Es ist häufig so, dass eben wirtschaftlich eine Notwendigkeit besteht, jetzt Mitarbeitende zu entlassen. Und eine Führungskraft, die vor dieser Aufgabe steht, Entlassungen zu vertreten und auch auszusprechen, hat da oft so einen Identitätskonflikt. Da ist auf der einen Seite der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die langjährig, also seit langem im Unternehmen ist, und die Führungskraft sagt sich, ja, eigentlich hat sie gute Arbeit geleistet, aber wir strukturieren um und jetzt müssen wir eben hier das Team verändern. Wenn die Führungskraft in diesem Moment nicht mit sich im Reinen ist, mit dieser Situation und auch diese Situation eben mit sich selbst nicht vertreten kann, dann kann es eben passieren und wird es auch passieren, dass sie, also die Führungskraft, der Unternehmer, diese Botschaft nicht so ganz klar rüberbringt. Und da können dann eben auch Konflikte entstehen. Auf der anderen Seite gibt es dann eben dieses Szenario, dass da ja natürlich die verbleibenden Mitarbeiter sind. Die sollen natürlich auch im Boot gehalten werden. Das heißt, es soll ja weitergehen. Das Unternehmen möchte, also es gibt Ziele, die zu erreichen sind oder auch vielleicht etwas ganz Neues, was da entstehen soll. Und da ist es wichtig, in diesem Team eben ein Vertrauen aufzubauen. Und das erreicht die Führungskraft oder der Unternehmer auch am besten, wenn er oder sie zunächst mit sich im Klaren ist und sagt, okay, ich schaue mich jetzt auch nochmal selbst an und wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig? Und da geht es auch darum, sich menschlich zu zeigen. Wir bauen Vertrauen auf, wenn wir uns menschlich zeigen. Das heißt, wir kreieren dadurch eine Nähe zwischen uns und anderen Menschen. Und das macht es für Führungskräfte dann eben auch leichter, dann wirklich nach vorne zu gehen, sich vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, Leute, passt auf, wir haben jetzt hier, ich habe ein Bild, ja, also ein Bild zu malen, wie kann dieses neue Miteinander aussehen? Welche neuen Herausforderungen sind da? Und dieses dann aber auch wirklich gemeinsam nochmal neu zu erarbeiten. Super, danke schön. Sigrid, du unterstützt Frauen, Menschen dabei, neue Handlungen in ihrem Leben zu treffen, zu erkennen, woran liegt es, dass ich bis jetzt nicht anders handeln konnte. Mich würde interessieren, was genau macht eine Expertin für Handlungsklarheit? Alle Menschen haben als Information in ihrem Energiesystem abgespeichert alte Emotionen, Konditionierungen, Programmierungen. Und die Postquantenphysik hat nachgewiesen, dass diese alten Emotionen in entsprechenden ähnlichen Situationen, die heute vorkommen, die Menschen dazu bringen, sich genauso zu verhalten, wie sie alt waren, wie sie sich verhalten haben, als diese Emotion in ihnen abgespeichert wurde. Und das kann sein, dass sich dann ein 50-Jähriger, ein 60-Jähriger verhält wie ein 3-jähriges oder 5-jähriges Kind. Und dass das nicht gerade günstig ist, kann sich wohl jeder vorstellen. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Altlasten aufzulösen. Und die Harvard University hat nachgewiesen, dass wir bis zu unserem 18. Lebensjahr 148.000 negative Sätze über uns hören.
wie du bist zu dumm, das wirst du nie lernen, streng dich mal mehr an, warum kannst du das immer noch nicht? Und ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, was das mit demjenigen macht, der sie abgespeichert hat und wie es auch sein Verhalten zu seinen Mitarbeitern innerhalb der Familie beeinflusst. Und deshalb ist es so wichtig, diese Sätze aus dem Körper zu nehmen. Denn sie sitzen überall, sie können in den Knochen sitzen, in der DNA, in den Muskeln, im ganzen Energiesystem, in allen Körpern. Und sie werden angetriggert, wenn eine ähnliche Situation kommt. Und es kann jetzt sein, dass sie vor der Herausforderung stehen, sie erstmal zu erkennen. Oder sie haben sie erkannt, aber wissen noch längst nicht, wie sie sie aus dem Körper bekommen. Für das Letztgenannte gibt es mittlerweile auf dem Markt ganz viele Methoden schon und Techniken. Wenn sie aber wirklich zum Ursprung zurück wollen, zur Wurzel, um sozusagen das Übel an der Wurzel auszureißen, dann sollten sie sich an jemand wenden, der in alte Leben schauen kann. Und wenn die Person das kann, dann sieht sie in den alten Leben die Muster, die Glaubenssätze, auch immer tiefer liegende Glaubenssätze. Sie kann aufweisen, wer damals beteiligt war. Und was ganz wichtig ist, diese Person sollte vor allen Dingen wissen, wie nehme ich sie aus dem Körper heraus? Oder zumindest, wie neutralisiere ich sie? Und damit beginnt ein neues Leben. Super, danke schön. Ja. Ja, Heike, was sind für dich als Heilbewusstseinscoach deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume, deine Visionen? Ich mache das natürlich, weil ich genau daher komme. Ich stand an dem Punkt, wo ich einfach mich nur leer gefühlt habe. Ich habe nur noch funktioniert, ich war für die Familie da, ich habe im Job funktioniert, ich habe gutes Geld verdient und trotzdem war in mir diese Leere. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss was tun, sonst geht es mir immer, immer schlechter. Habe mir Hilfe geholt, habe Workshops besucht, um diese Lücke aufzufüllen und habe gemerkt, oh, das ist genau mein Ding. Ich möchte Menschen begleiten, die genauso wie ich an diesem Punkt stehen und selber nicht mehr rausfinden. Ich möchte ihnen eine Hand geben, um da rauszufinden und diese Leere wieder zu füllen oder in die Gesundheit zu kommen. Und ich habe gemerkt, das kann ich gut, das bringe ich irgendwie so mit. Genau, das ist so mein Traum und so hat es angefangen. Und ich weiß genau, von was ich spreche, wenn ich mit diesen Menschen arbeite. Das ist mein Ziel und meine Vision. Sehr schön. Und was war so der Moment, wo du gemerkt hast, stopp, jetzt möchte ich was ändern? Genau, es ging mir gesundheitlich sehr schlecht. Ich hatte, ich war kurz vorm Burnout. Ich gemerkt habe, so jetzt muss ich wirklich nach mir schauen. Es ist alles egal. Ich muss jetzt wirklich anfangen, loszuziehen. Und noch so, was gibt's noch im Leben? Also außer funktionieren und zu arbeiten und für andere da zu sein. Vielleicht mal die Kreativität rauszuholen. Und dann hat sich bei mir auch so ein was gezeigt, was ich erst mal annehmen durfte. Das war, dass ich eben so wie die Sigrid auch in alte Leben von den Menschen reinschauen kann und da die Blockaden sehe im Energiefeld und sie mit demjenigen auch lösen kann. Und das war dann das, wo mich erfüllt hat und zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und das möchte ich den Menschen weitergeben. Wow, man sieht es ja auch richtig an den strahlenden Augen an. So schön. Dankeschön. Gerne, danke. Caroli, ist ja auch sehr spannend, von einem Erfolgscoach zu erfahren, was denn die Ziele, die Visionen sind. Wie sieht es bei dir aus? Ich wollte immer glückliche Menschen sehen. Und es macht mir nichts mehr Spaß, zu sehen, wie die Menschen, ja insbesondere Frauen, Leben in ihre Hände nehmen und sich so gestalten, wie sie möchten, frei und unabhängig. Das ist das, was mich jeden Morgen aus dem Bett wirklich herausschmeißt, zu sehen, dass die Menschen erfolgreich werden und diese Erfolge mitzufeiern. Mein persönliches Leben war alles andere als perfekt. Ich komme aus einem damals kommunistischen Land, wo es
verboten war sogar, einen Reisepass zu besitzen. Meine Familie hatte kein Geld und Erfolg, das war Fremdwort. Und trotzdem, da war irgendwas in mir, das wollte weiter. Und ich glaube, ich habe alle möglichen Fehler auf meinem Weg gemacht, mein Weg zum Erfolg, zu dem Leben, was ich heutzutage führe, war wirklich lang und schmerzhaft. Ich habe alle möglichen Herausforderungen ausprobiert, inklusive gescheiterte Ehe, zweimal Krebs, einen schlimmen Autounfall, fünfmal Pleite. Ich möchte nicht, dass die Menschen diesen Weg gehen. Ich möchte, dass sie lieber sozusagen eine Abkürzung an die Hand bekommen. Oder nennen wir das noch schöner, so eine Karte zur Schatztruhe. Das macht mir unheimlich Spaß, zu sehen, dass die Menschen kommen von diesem Bereich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das geht nicht, zu diesem, wow, ich schaffe es, ich kann das, ja, es geht. Das macht mir so viel Spaß zu sehen, wie die Menschen anfangen, eine vielleicht kleine Sache zu feiern als Erfolg. Und dann gehen sie weiter, weiter. Das macht wirklich so viel Spaß, mit den Menschen das zu erleben. Und ja, das ist natürlich mein Ziel und mein Wunsch, das Recht zum Traumleben wird wirklich endlich von Mehrheit in Anspruch genommen. Wow, sehr schön und sehr berührend, deine Geschichte, was du schon alles erlebt hast. Ich hatte echt kurz Gänsehaut. Wow, sehr tolle Frau. Allgemein die ganze Runde, mega Powerfrauen, voll schön. Und Heike, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist so deine Geschichte, deine Ziele, deine Visionen? Ja, weißt du, Simone, also mein Traum ist es einmal, dass Menschen sich wirklich echt begegnen und auch auf Augenhöhe, ohne Angst. Und meine Eltern haben mich da sehr geprägt. Also die haben mir mitgegeben, dass es wichtig ist, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und auch mit Respekt zu begegnen. Und für diese Wurzeln bin ich sehr dankbar. Ich bin in einem kleineren Ort in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und meine Eltern hatten einen produzierenden Betrieb. Und da war es ganz normal, dass meine Schwester und ich auch da mal mit angepackt haben. Und ich habe wirklich von klein auf gelernt, was es bedeutet, Unternehmer zu sein und auch Mitarbeiter zu führen und auch ja, für diese Familien, auch für, ne, die dahinter stehen, dann eben verantwortlich zu sein. Da habe ich wirklich einen tollen Einblick bekommen, einmal der mir jetzt bei meiner Arbeit hilft. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, dass dieses Führen eines produzierenden Betriebes nicht mein Weg ist. Und das war wirklich schwierig. Also ich stand da so zwischen diesen Stühlen. Ich denke, oh Gott, da sind meine Eltern auf der einen Seite, die haben diesen Wunsch, diese Erwartung, dass ich den Betrieb weiterführe. Auf der anderen Seite ist da etwas in mir, das raus will. Und ich konnte es aber nicht genau bestimmen. Es war so ein diffuses Gefühl, aber das war stark. Es hat mich so rausgetrieben. Ich bin da wirklich ganz ergebnisoffen losgegangen. Ich sagte erstmal, gut, ich brauche jetzt nun mal erst eine neue Aufgabe. Ich bin in ein anderes Unternehmen gegangen und war da unter anderem für die Unternehmenskommunikation zuständig, war Vertrauensfrau für die Mitarbeitenden und ja, da habe ich Führungskräfte-Meetings organisiert, moderiert und wir waren da international aufgestellt. Habe da auch sehr viel gelernt und dann wurde das Unternehmen aber aufgekauft. Und das war eigentlich auch so ein richtiger Zeitpunkt für mich. Meine Stelle fiel weg und ich hatte auch vorher schon das Gefühl, die Zeit geht jetzt auch zu Ende, aber was kommt jetzt? Es war auch nicht ganz klar. Und da hatte ich diesen Impuls, auf einmal ping, kam da so ein Impuls, nach Berlin zu gehen. Da habe ich mein Thema gefunden. Das ist die entwaffnende Ehrlichkeit. Und das ist nicht einfach ein Begriff, das kommt von innen. Das ist meine Lebensaufgabe. Das bin ich. Und es wurde vieles klar, als ich gesehen habe, das ist mein Weg, das bin ich. Das, jetzt wird alles irgendwo auch schlüssig. Mein Leben hat einen roten Faden, wie jedes Leben, auch wenn es manchmal im Verlauf nicht so aussieht. Und jeder hat seinen Platz. Wenn wir auf unserem Platz sind, entwaffnend, ehrlich. Das heißt eben auch wirklich seinen Platz zu finden. Wow, danke schön, Heike. Und Sigrid, in gewisser Weise unterstützt du ja auch Menschen, ihre Masken abzulegen und einfach auch mal hinter die Maske zu schauen.
Lass uns auch mal jetzt hinter deine Maske schauen. Was sind denn deine Ziele und deine Visionen für dein ganz eigenes Leben? Also meine Vision ist, dass alle Menschen in sich den unendlich tiefen Wunsch haben, ein Leben in Friede zu führen, in Gleichklang mit sich, in Harmonie. Dazu ist es aber wichtig, dass sie erkennen, wer sie wirklich sind. Und das haben sie leider im Laufe der Zeit vergessen. Weil, wie du auch dachtest, oder du, der Müll der Glaubenssätze, der Verhaltensweisen, der Konditionierung, der Programmierung liegt darüber. Und dazu kommt, dass uns die Außenwelt immer wieder aus unserer Mitte riss oder heute noch reißt. Und was ich als große Problematik ansehe, ist, dass die Menschen verlernt haben, ihren Gefühlen Beachtung zu schenken. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie, wo im Grunde genommen nur die Materie zählte. Und Gefühle hatte man nicht. Man zeigte sie ja auch nicht. Und gemäß dem bin ich auch erzogen worden. Aber ich war nicht glücklich. Und ich wollte glücklich werden. Und ich begann, viele Ausbildungen und Fortbildungen zu machen, weil ich ja erstmal auf der Suche war. Und lernte im Laufe der Zeit, ich würde heute eher sagen, ich rückerinnerte mich, in alte Leben zu schauen, dort alte Strukturen, Glaubenssätze zu erkennen. Und dann wurde mir auch wieder gezeigt, wie ich sie aus dem Körper nehmen kann oder eben neutralisieren kann. Und so kündigte ich nach 5 Jahren beim Staat, weil ich Menschen begleiten wollte, weil ich mit jeder Pore, mit jeder Zelle, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Liebe spürte, das ist meins. Also ich habe endlich meine Aufgabe gefunden. Und ich begleite eben Menschen zurück, zu sich selbst zurück, in ihre Glückseligkeit, zurück in ihr Herz, in ihre Liebe. Wow, und man spürt richtig, wie du das von Herzen sprichst. Du strahlst komplett, so schön. Ja. Wow, danke für deine inspirierenden Worte. Heike, lass uns zu dir kommen. Welche Menschen kommen zu einem Heilbewusstseinscoach? Ja, das ist so, wie Sigrid gerade so schön gesagt hat, und ich hatte richtig Gänsehaut bei deinem, was du uns jetzt gerade gesagt hast. Weil genau solche Menschen kommen, die so eine Leere spüren, die einfach gar nicht mehr wissen, warum sie da sind und nach Liebe hungern. Also wirklich nach dieser bedingungslosen Liebe suchen, weil sie die eben vielleicht aus dem Elternhaus nicht bekommen haben. Und eben dadurch, wenn man in frühere Leben reinschaut, sie auch nicht vorhanden war. Und das ist alles gespeichert. Und da kommen wirklich so Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen. Sie haben ihr Lachen verloren, ihre Lebensfreude, die sind richtig leer. Und auch ihre Kreativität. Also sie sind wirklich, diese Leere spürt man. Und die stehen dann vor einem oder sitzen vor einem und freuen sich einfach nur, dass jetzt jemand da ist, der ihnen hilft, vielleicht wieder einen Impuls ihnen gibt, um da rauszukommen. Und dann gibt es auch noch Menschen, die vielleicht wirklich, wie Sigrid auch gesagt hat, so einen Hammerschlag bekommen haben, nämlich ein gesundheitliches Problem haben, eine OP, wo es wirklich spitz auf Knopf geht, oder darum geht, vielleicht Rückenschmerzen zu haben und plötzlich heißt es, ja, wir müssen operieren, das ist ein Bandscheibenvorfall und das ist vielleicht ein Unternehmer oder ein Manager, der immer funktioniert hat, der kennt es gar nicht, einfach ausgeschaltet zu sein. Und die Ärzte sagen, entweder operieren oder ein Leben lang Tabletten schlucken oder immer diese Sportübungen machen. Das ist so richtig ein Punkt, wo man dann einfach sagt, jetzt ist ein Wandel da und viele
suchen dann nach Alternativen zusätzlich zur Schulmedizin, um da einfach noch hinzuschauen und entdecken ihre Spiritualität dann vielleicht auch dabei, um sich auch zu trauen, zu einem Heilbewusstseinscoach zu gehen, um in frühere Leben oder in die Kindheit reinschauen zu lassen oder in das Familiensystem und das aufdecken zu lassen, was alles gespeichert ist im System und im Körper und diese Blockaden mit dessen Hilfe zu lösen. Spannend. Ja, danke. Finde ich auch. Deswegen mache ich das. Und Caroli, welche Menschen kommen auf einen Transformations- und Erfolgscoach zu? Ja, natürlich, das sind die Menschen, die Erfolge haben möchten. Und das ist sehr oft missverstanden. Man denkt nur, okay, die Leute möchten materielle Erfolge haben. Aber auch, so wie Heike gesagt hat und Sigrid, wir möchten alle eigentlich eine Sache, glückliches und erfülltes Leben. Und nicht für jede Person bedeutet das ein paar Millionen auf dem Konto. Deswegen kommen zu so einem Coach Menschen, die einfach mehr möchten. Mehr von der Liebe, vom Glück, vom Harmonie, vom Genuss, einfach mehr. Und die wissen natürlich, dass der Weg zum Erfolg mit Herausforderungen verbunden ist. Und was passiert sehr oft, wenn wir Herausforderungen treffen? Dann hören wir auf und gehen wir zurück zu dem Alten. Deswegen holen sie sich solche Hilfe, dass man tatsächlich diesen Weg zum Erfolg geht und nicht aufhört. Mhm. Und natürlich Sportler. Jetzt nicht nur die Rennfahrer, aber auch andere Athleten oder auch Athletinnen, die Menschen, die auch im Sportbereich Erfolge erzielen möchten. Und das ist ein bisschen anders, als hier Heike gesagt hat. Im Businessbereich haben wir eigentlich keine Konkurrenz. Wir können uns alle als Experten auf diesem Platz Nummer 1 hinstellen. Im Sport ist das natürlich ein bisschen anders. Und trotzdem, die Menschen haben das in dem Blick, sie möchten Nummer 1 sein. Und natürlich, sehr oft fangen sie an, Glaubenssätze zu haben. Das können irgendwelche Glaubenssätze sein, wie meine Kolleginnen so schon gesagt haben, irgendwo gespeichert von verschiedenen früheren Leben oder aus der Kindheit. Und das muss man dann auch auflösen, so dass sie tatsächlich einen Schritt nach dem anderen laufen können in Richtung Erfolg. Wow, das hast du schön gesagt, das stimmt. Und passt ja auch wieder zu Sigrid, was du vorher gesagt hast, mit dem Handeln nach dem Herzen einfach. Dankeschön, Caroli. Danke. Und bei dir, liebe Heike, welche Menschen kommen zu einer Expertin für entwaffnende Ehrlichkeit? Ja, Simone, also zurzeit, also das sehen wir auch in Unternehmen, aber auch in der gesamten Gesellschaft, dass sich so vieles verändert. In den Unternehmen wird jetzt immer mehr im Homeoffice gearbeitet. Und ja, wo sind meine Kollegen? Mit wem kann ich jetzt sprechen? Da fragen sich dann die Führungskräfte auch, wie kann ich denn jetzt mein Team wieder zusammenbringen? Also die haben ja gar keine Freude mehr. Da ist jetzt nicht mehr der Flurfunk, dieses Informelle. Ja, wir treffen uns mal in der Kaffeeküche. Das findet nicht mehr so statt. Das heißt, diese Gespräche, die so wichtig sind, die Beziehungen schaffen und auch Nähe schaffen, die finden nicht mehr so statt. Und ich sprach vorher auch vom Vertrauen, das eben so wichtig ist, aufzubauen, wird jetzt eben auch schwieriger, ja, wenn es eben sehr viel virtuell ist, dann dieses Vertrauen auch wieder herzustellen. Und auch wenn sich dann Strukturen verändern in Unternehmen. Also da sind so viele Herausforderungen, die zurzeit zusammenkommen, dass Unternehmer eben sagen, Moment, da muss ich jetzt nochmal genau drauf gucken. Was ist jetzt wichtig? Wo stehen wir? Was ist bei mir? Welche Aufgaben oder neuen Herausforderungen habe ich als Führungskraft? Und diese Unternehmer oder Führungskräfte gehen dann zu einem Kommunikationsberater, der oder die dann eben auch aufzeigen kann, okay, also es geht erstmal natürlich immer um die Person, die kommt, auch selbst in Einzelgesprächen wirklich zu schauen, was ist jetzt der Kern der Sache? Und da
es ist wichtig, wirklich den Kunden auch im Inneren abzuholen und zu schauen. Das ist sehr individuell und schafft aber dann auch wirklich wieder eine Rückanbindung an das Ursprüngliche, sodass die Person, also die Führungspersönlichkeit, sage ich jetzt, wirklich zu ihre Persönlichkeit auch nochmal wieder neu festigt und ein neues Standing gewinnt vor den Mitarbeitenden, aber natürlich auch im privaten Umfeld. Sehr schön. Für alle, die wollen, ist auch möglich, zu einer Expertin für Handlungsklarheit zu kommen. Sigrid, was würdest du sagen, sind das für Menschen? Eltern, die in Sorge um ihr Kind sind, finden auch zu einem, der Handlungen auflösen kann, der Lebensknoten auflöst. Um so eine Idee zu vermitteln, es kann sein, dass ein Kind von heute auf morgen aufhört zu essen. Es verweigert jede Nahrung. Und die Eltern lassen natürlich prüfen, ob das Kind irgendwas organisch hat. Nein, hat es nicht. Aber das Kind verweigert die Nahrung. Oder ein Kind kommt in die Schule und schreibt konsequent, trotz aller Umerziehungsversuche, so rum und nicht so rum. Also schreibt von rechts nach links. Die Lehrer verzweifeln, die Eltern verzweifeln, nur das Kind verzweifelt nicht. Das findet sich ganz toll und schreibt von rechts nach links. Oder ein anderes Kind zählt immer von 1, 2, 3. 6 ist dann 1, 2, 3 plus 1, 2, 3. Und bei 8 wird der Name der Schwester genannt. Also es kennt die Zahlen, es weiß um die Zahlen, aber es spricht sie nicht aus. Ausspricht es nur Zahlen von 1 bis 3 und danach nichts mehr. Und wenn diese Eltern dann zu jemand finden, der in alte Leben schauen kann, der da die Ursache findet, dann kann dem Kind geholfen werden. Menschen, die sich in einer Abwärtsspirale befinden, die körperlich, geistig und seelisch im besten Falle auf der Stelle treten, oder eben in dieser Abwärtsspirale bereits sind. Und Menschen, Frauen wie Männer, die zur Ursache ihrer Probleme möchten. Und junge und alte Menschen finden zu einer entsprechenden Beraterin, wenn sie danach suchen, die den königlichen Weg gehen, die nicht erst warten soll, wollen, bis ihr Rucksack sie runterreißt bis auf den Boden, die nicht erst völlig down sein wollen, sondern die sagen, nein, ich will wissen, wer ich bin. Ich will vorher hingucken. Und sie kann der Coach dann wirklich begleiten, zurück zum Ursprung, zurück zu sich selbst und in die Rückerinnerung führen. Denn jedes Wesen von seinem Urkern her ist vollkommen, ist rein, ist unsterblich und ist schön. Sehr spannend, dankeschön. Gerne. Liebe Heike, welche Tipps hast du für unsere Zuschauer, die sie auch direkt zu Hause ohne einen Heilbewusstseinscoach umsetzen können? Ja, liebe Zuschauer, ich habe auch einen super Tipp für Sie. Und zwar, unser Geburtsrecht, eines unserer Geburtsrechte ist, in Freude zu leben, die Lebensfreude einzuladen und das jeden Tag, in jedem Moment und sich zu fragen, wie kann es einfach noch besser werden, wie kann es noch viel mehr Spaß machen. Und zum Beispiel, jeden Tag haben wir Aufgaben zu erledigen, die uns keinen Spaß machen, wie zum Beispiel, das bringe ich immer gerne, die Spülmaschine auszuräumen. Das ist eine langweilige Tätigkeit, die wir schon so häufig im Leben gemacht haben und wenn wir uns vorstellen, dass, wie schön es ist, dass das Geschirr wieder sauber im Schrank steht, da kommt bei mir so eine Freude auf und das möchte ich gerne weitergeben. Diese Freude zu spüren, wie schön es ist, ich nehme das Geschirr sauber aus dem Schrank, weil es die Spülmaschine sauber gemacht hat und da mache ich diese Tätigkeit viel lieber. Oder ich muss staubsaugen, das muss ich auch sehr häufig tun. Da einfach Musik anzumachen und es mit Spaß und Freude zu tun, weil Spaß und Freude und Lachen jeden Tag hält uns viel gesünder. Das erhält unsere Gesundheit und macht uns viel weniger krank. Und das, ja, das sollten wir leben mit ganz viel Spaß und Freude. Wow, danke schön, Heike.
Liebe Caroli, welchen Tipp hast du für unsere Zuschauer, den sie direkt zu Hause ohne einen Transformations- und Erfolgscoach umsetzen können? Liebe Zuschauer, mir ist es klar, dass es nicht immer einfach ist, zu den Erfolgen zu kommen. Und deswegen möchte ich für Sie einen Tipp geben. Nehmen Sie sich bitte Zeit. Nehmen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee. Setzen Sie sich hin, mit irgendwas zu schreiben und schreiben Sie auf, was Sie im Leben gerne haben möchten, was Sie erleben möchten. Und jetzt nicht schauen bitte, was ist möglich, was erlaubt mir jetzt mein Kontostand. Nein, das kann so verrückt sein wie nur möglich. Schauen Sie, was Sie wirklich möchten. Das darf wirklich gesponnen sein. Schreiben Sie sich das auf. Und dann nehmen Sie bitte ein paar tiefe Atemzüge, schließen Sie Augen und stellen Sie sich vor, dass Sie das alles schon haben, dass Sie das alles erleben. Wenn Sie sich jeden Tag damit verbinden, wenn Sie jeden Tag das üben, dieses sich vorstellen und das fühlen, Sie werden merken, nach und nach, dass die Änderungen in Ihr Leben kommen. Dankeschön, Caroli. Liebe Heike, welchen Tipp hast du für unsere Zuschauer, den sie auch zu Hause direkt umsetzen können, ohne eine Expertin für entwaffnende Ehrlichkeit? Wir haben ja alle möglichen Gefühle. Und wenn es ein Gefühl gibt, das Sie wirklich belastet, ein unangenehmes Gefühl, setzen Sie sich hin, nehmen Sie sich 5 Minuten und entspannen Sie sich und vergegenwärtigen Sie dieses Gefühl. Schauen Sie es sich an und fühlen Sie es. Machen Sie es noch größer. Und dann sagen Sie zu dem Gefühl, ich sehe dich, ich fühle dich, danke, dass du dich zeigst. Bitte verzeih, dass ich dich so oft unterdrückt habe. Ich liebe dich. Und dann atmen Sie nochmal tief durch und seien Sie mit dem Gefühl. Und Sie werden feststellen, dass dieses Gefühl schwächer wird, dass es sich in Ihnen entspannt. Denn es wurde gesehen. Und das ist ein Geschenk, das Sie sich und Ihrer Innenwelt machen können. Da finden Sie zu Ihrer inneren Ruhe, Sie gewinnen an Klarheit und es wird Ihnen auch leichter fallen, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein, denn Sie haben sich gerade ehrlich angesehen und es wird Ihnen leichter fallen, auch ehrlich zu sprechen, entwaffnend ehrlich. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und ein wirklich gutes und inspirierendes Miteinander. Dankeschön, Heike. Liebe Sigrid, welchen Tipp hast du für unsere Zuschauer, den sie auch zu Hause direkt ohne eine Expertin für Handlungsklarheit umsetzen können? Seien Sie dankbar. Wir nehmen vieles als so selbstverständlich. Wir stehen morgens auf einem Bett aus und nicht von einem harten Fußboden. Wir gehen unter eine Dusche und da kommt warmes Wasser raus. Und wir können uns duschen und vielleicht kommt schon der Kaffeeduft oder der Teeduft durchs Haus. Das alles sind Gründe, wofür wir dankbar sein können. Akzeptieren Sie als Ergänzung dazu, akzeptieren Sie Ihre Wut, akzeptieren Sie Ihren Zorn. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Und im Endeffekt heißt das, einen Fakt zu akzeptieren, nicht es gut zu heißen. Und im Laufe der Zeit werden Sie merken, dass Sie dann immer tiefer kommen und selber an Muster, an Glaubenssätze kommen. Das bedarf der Übung, aber Sie können mit sich selber arbeiten. Und im Laufe der Zeit lernt man dann, sich auch nicht mehr mit den Schmerzen so zu identifizieren. Und wenn Sie dann noch ein wenig Ihre Sprache beobachten und nicht sagen, ich habe Kopfschmerzen, sondern mein Kopf schmerzt, dann werden Sie im Laufe der Zeit spüren, dass Sie den Schmerz bemerken, aber da Sie sich nicht mehr damit identifizieren, nicht mehr immer tiefer rutschen, sind die Schmerzen nicht mehr so schmerzhaft. Dankeschön, Sigrid. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren bei unserer Sendung Wege zum Erfolg. Wir hatten ja hier hochkarätige Expertinnen da. Wir hoffen, dass wir Sie inspirieren konnten.
Wenn Sie Wünsche oder bestimmte Themen haben, die Sie hier gerne mal sehen würden, oder aber auch als Experte in die Sendung kommen möchten, schicken Sie uns einfach eine E-Mail und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, Ihre Talkshow Wege zum Erfolg.